Ja, hallo zusammen und humanistische Grüße. Heute wieder zum Thema wissenschaftliches Arbeiten mit den häufigsten Fehlern. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, 20 Fehler an der Zahl, Tipps und Tricks, was ihr vielleicht besser machen könnt und worauf ihr achten solltet. Deshalb nicht lange schnacken, let's go. Ja, ganz zum Anfang hier meine Übersicht. Wie gesagt, 20 Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich mit euch mal kurz durchgehen will. Ich weiß, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen und gerne schreibt mir, wenn euch auch was aufgefallen ist, was ich vielleicht vergessen habe. Das andere Video zu dem Thema wissenschaftliches Arbeiten, Grundlagen findet ihr in der Infobox und jetzt geht's los mit dem ersten Punkt. Ja, ganz am Anfang steht natürlich das Thema und hier könnt ihr schon den ersten Fehler machen, indem ihr euch irgendein Thema sucht. Deshalb meine Empfehlung, versucht ein Thema zu nehmen, wo was euch beschäftigt, wo ihr eine gewisse Motivation drinne seht, wo ihr eine gewisse Relevanz habt. Nicht nur für euch, sondern auch für die Forschung an sich. Also wie trägt eure Arbeit zu dem Forschungsdiskurs bei oder was zu dem Stand der Forschung? Was ist die genaue Zielsetzung? Und hier ist es wichtig, dass ihr euch, ja, dass ihr intrinsisch motiviert seid, dass ihr einen Sinn in dem Thema seht, dass ihr vielleicht irgendwie das Thema mit eurem Job verknüpft etc. pp. Denn so habt ihr eine solide Motivation für ein Thema, als wenn ihr irgendein Thema vom Prof einfach nur bekommt. Also versucht hier, euch mit dem Thema zu beschäftigen, einen Sinn darin zu sehen oder vielleicht habt ihr euch auch schon mit einem Thema beschäftigt und nehmt das als Vorlage, weil ihr euch schon ein bisschen drin eingearbeitet habt. Denn dann wird es euch immer leichter fallen, so eine Arbeit zu schreiben, weil ihr einfach motivierter seid. Versucht euch immer an die Vorgaben, die Formalien zu halten, denn das ist natürlich auch ein Bewertungskriterium und trägt ein Stück weit zum Erscheinungsbild der Arbeit bei. Ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach, weil es verrutscht irgendwas in Word oder ihr habt da eine andere Schriftart und irgendwie das klappt nicht mit den Absätzen etc. pp. Aber das ist ein Punkt, wo mir immer sehr, sehr viele Fehler auffallen, wo die Studierenden halt auch, wo die Formatierung einfach nicht passt. Ebenso ist es die Kunst natürlich, ein Sachverhalt, ein Thema auf einer gewissen Seitenzahl darzustellen. Wenn ihr schon merkt, okay, ich schieße übers Ziel hinaus, ich brauche viel, viel mehr Seiten, dann versucht da nochmal mit dem Prof, mit den Dozentinnen zu sprechen und das auf jeden Fall immer abzuklären. Ebenso, wenn ihr euch nicht sicher seid mit der Formatierung, wenn ihr auf der Fakultätsseite nichts gefunden habt, dann immer direkt den Prüfer, die Prüferin fragen, dann seid ihr auf der sicheren Seite, könnt Fehler vermeiden und liefert im besten Fall eine sehr gute Arbeit ab. Der nächste Punkt, wo mir viele Fehler auffallen, ist in der Gliederung, in der Struktur und beim roten Faden der Arbeit. Das müsst ihr immer wieder abklären, nicht nur mit euch selber, mit dem Thema an sich, sondern auch mit dem Prof. Denn hier können ganz viele Fehler entstehen, dass man entweder viel zu viele Gliederungspunkte hat oder die Struktur irgendwie nicht so richtig zu dem Titel oder zu der Einleitung passt. Deshalb hier, ihr braucht auf jeden Fall eine solide, eine übersichtliche Gliederung als Basis, als Grundlage für eure Arbeit. Und im besten Fall überlegt ihr euch dann noch, okay, wie gewichtet ihr die einzelnen Punkte auf die jeweilige Seitenzahl, die ihr habt? Denn ihr müsst ja auch immer überlegen, okay, ihr sollt nicht zu wenig schreiben, aber auch natürlich nicht übers Ziel hinausschießen. Deshalb, ihr müsst es eingrenzen, abgrenzen und im besten Fall schickt ihr die Gliederung mal an die Prüferin, an den Prüfer und gleicht das so ein bisschen ab. Da seid ihr immer auf der sicheren Seite. Ebenso solltet ihr immer versuchen, euer Thema gut einzuordnen, euer Thema gut abzugrenzen. Da passieren ganz, ganz viele Fehler und das ist auch ein bisschen eine Kunst, eure wissenschaftliche Arbeiten entweder von anderen Arbeiten abzugrenzen, das Thema genau einzugrenzen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel überlegt, okay, Kinderarmut auf der Welt, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Bochum, dann ist das schon mal eine gewisse Eingrenzung. Und hier solltet ihr euch immer auch die Frage stellen, was soll eure Arbeit leisten? Was kann eure Arbeit leisten in dem Umfang, den ihr zur Verfügung habt? Für zum Beispiel eine Hausarbeit, eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit und natürlich auch solltet ihr euch die Frage stellen, welche Literatur gibt es schon dazu, um das auch schon mal ein bisschen einzugrenzen, also die Basisliteratur und natürlich auch, welche Arbeiten gibt es schon genau zu dem Thema oder vielleicht auch zu einem ähnlichen Thema. Das ist ganz, ganz wichtig, wo ich immer merke, da haben Studierende Probleme mit. Deshalb macht euch Gedanken, wie grenzt ihr eure Arbeit vernünftig ein und ordnet die Arbeit auch in den wissenschaftlichen Kontext ein. Untersucht eure Arbeit das, was sie untersuchen soll. Hier kommt es auch immer wieder vor, dass Studierende sich Methoden ausdenken, für gewisse Thesen, die dann nicht zueinander passen. Deshalb stellt euch die Frage, wie valide ist eure Arbeit? Misst eure Arbeit das, was sie messen soll? Passt eure Arbeit, euer Untersuchungsgegenstand und die Methode dazu, passt das zueinander? Als Beispiel habe ich hier genommen, wenn ihr als Titel habt, eine kritische Betrachtung der politischen Entscheidungen der Bundesregierung oder von CDU, SPD, dann wäre eine
alleinige Befragung der Bundesregierung nicht so zuverlässig, weil dies natürlich sehr stark von der Wahrnehmung der Bundesregierung geprägt ist und nicht unbedingt vielleicht eine kritische Betrachtung zulässt. Deshalb stellt euch die Frage, untersucht eure Arbeit das, was sie untersuchen soll? Also quasi das Messinstrument, passt das zu euren Thesen, um genau das zu untersuchen, was ihr untersuchen wollt? Also wie zuverlässig ist eure Methode bezogen auf die auf den Untersuchungsgegenstand und natürlich auch auf die Gruppe vielleicht, die ihr untersuchen wollt, und wie zuverlässig sind natürlich auch eure Ergebnisse, die dann dabei rauskommen. Öfter sehe ich auch Arbeiten, wo Studierende nur Zitat an Zitat aneinanderreihen und somit nur paraphrasieren und Aussagen aneinander klatschen. Das reicht natürlich nicht für eine wissenschaftliche Arbeit, denn es geht auch immer ein Stück weit darum, um euren Eigenanteil, um eure Eigenleistung. Was ist quasi die neue Erkenntnis, die ihr in den wissenschaftlichen Diskurs mit reinbringt? Stellt euch also die Frage, was ist euer Anteil an der wissenschaftlichen Leistung, an der wissenschaftlichen Arbeit oder in dem jeweiligen Forschungsgebiet? Beziehungsweise das könnt ihr auch immer ganz, ganz gut mit dem Prof, mit dem Prüfer, mit der Prüferin abklären, um da auf der sicheren Seite zu sein. Passt bei der Ausdrucksweise und bei der Umgangssprache auf jeden Fall darauf auf, dass ihr sachlich bleibt, dass ihr vernünftig, logisch in zusammenhängenden Sätzen schreibt, dass ihr aber auch nicht zu hochtrabend schreibt, denn nichts ist schlimmer, als wenn ihr irgendwie eine Arbeit habt und ihr merkt, da versucht jemand krampfhaft da wissenschaftliche Begriffe zu verwenden, um da eine gewisse Erwartungshaltung, die vielleicht gar nicht da ist, zu erfüllen. Der Ansatz muss immer sein, es muss sachlich sein, es muss so einfach wie möglich sein, und jemand, der überhaupt keinen Plan hat von dem Fach, von dem Forschungsgebiet, muss die Arbeit trotzdem verstehen. Ebenso solltet ihr Slang vermeiden, Dialekte vermeiden und ein bisschen auf Doppelungen in der Arbeit achten, denn das beeinflusst den Lesefluss. Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist natürlich Plagiat, Copy und Paste. Ich habe schon ab und zu mal festgestellt, dass Studierende sagen, okay, ich schreibe das mal eben um. Das ist doch kein Problem, das ist doch Allgemeinwissen. Ich mache die Quellen zum Schluss. Macht nicht diesen Fehler. Schreibt nicht Sachen einfach mal um und gebt keine Quellen an, weil ihr denkt irgendwie, das ist Allgemeinwissen. Versucht immer eine Quelle anzugeben. Zitiert alles, meiner Meinung nach, was über das Abiturwissen hinausgeht, und macht nicht die Quellen am Schluss, weil das kostet euch viel, viel, viel mehr Arbeit und ihr müsst alles nochmal gegenchecken etc. pp., als wenn ihr das gleich macht. Weiterhin sieht man natürlich immer als Prüfer, wenn man ein gewisses Gespür dafür hat, wenn sich ein gewisser Schreibstil ändert. Und dann denkt man schon mal, naja gut, jetzt gucke ich mal nach, ob die Person nicht da irgendwie was rauskopiert hat und das einfach nur ein Stück weit umgeschrieben hat. Denn heutzutage im Internet, und es gibt ja auch sehr viele Plagiatscanner, findet man Sachen sehr, sehr leicht. Deshalb macht nicht diesen Fehler, zitiert alles, was über das Abiturwissen hinausgeht, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Öfter lese ich auch so Sachen, wo Leute in der Ich-Form schreiben und Sachen emotionalisieren. Lasst das, soweit es möglich ist, weg. Denn Ich-Form und Emotionalisierung haben in der wissenschaftlichen Arbeit nichts zu suchen. Und wenn, dann nur vielleicht bei der Motivation der Arbeit, im Fazit, bei einer gewissen Danksagung an den Prof, an die Eltern, an wen auch immer, oder bei einer Reflexion der Arbeit, wenn ihr euch mit dem Prozess der Arbeit auseinandersetzt, dann könnt ihr das meiner Meinung nach verwenden. Schreibt keinen Erlebnisbericht, versucht immer sachlich zu bleiben, logisch zu bleiben, Sachen nichts zu emotionalisieren. Solche Sachen wie schön oder das hat mir sehr, sehr gut gefallen, haben in der wissenschaftlichen Arbeit einfach nichts verloren. Ja, nicht nur was die Formatierung, die Absätze, die Schriftart angeht, sondern auch die Lesbarkeit. Da sollte es auch in eurer Arbeit Einheitlichkeit geben, denn eure Arbeit muss bezogen auf den Schreibstil auch einheitlich sein, oder sie sollte es sein, um so einen gewissen Lesefluss zu haben. Ihr solltet einheitliche Zeitform verwenden und auch eine gewisse Schreibstringenz drin haben in der Arbeit. Das lässt sich einfach schöner lesen, und im besten Fall lasst ihr mal jemanden drüber gucken, ob das so passt, weil das Auge liest ja mit, und das hat auch immer einen Einfluss auf den Leser. Und wenn man da auch wieder merkt, okay, das stimmt irgendwie was nicht, das weicht stark voneinander ab, dann guckt man vielleicht auch mal wieder nach, ob da nicht irgendein Plagiat vorliegt. Ebenso solltet ihr euch die Frage stellen, wie kompliziert ist eigentlich meine Arbeit oder wie einfach ist meine Arbeit zu lesen. Deshalb hilft es hier, wenn ihr zum Beispiel Begriffe definiert, wenn ihr ein Glossar anlegt, wenn ihr gewisse Grunddefinitionen einfach in der Arbeit drin habt, Fremdwörter
im Kontext der Arbeit müssen definiert werden, um einen gewissen, ihr müsst quasi einen Rahmen vorgeben, in dem euch, in dem sich diese Arbeit bezogen auf die Fachbegriffe bewegt. Und da ist es definitiv hilfreich, wenn ihr, wenn es jetzt eine größere Arbeit ist, wenn ihr ein Glossar anlegt oder wenn ihr zum Beispiel auch gewisse Begriffe in den Fußnoten erklärt, wenn es jetzt vielleicht eine kleinere Arbeit ist oder dann vielleicht auch bei Abkürzungen ein Abkürzungsverzeichnis eventuell auch in Kombination mit dem Glossar verwendet. Das hilft euch, hilft dem Leser und trägt meiner Meinung nach auch dazu bei, dass ihr eine gute Arbeit schreibt. Was ich auch immer mitbekomme, beziehungsweise wo viele Fehler passieren, ist bei der eigenen Meinung. Viele Studierende haben so ein bisschen das Bedürfnis, gerade bei gesellschaftswissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Themen, ihren eigenen Senf, ihre eigene Meinung dazu zu geben. Versucht das wegzulassen. Eure eigene Meinung hat erstmal nichts in der wissenschaftlichen Arbeit zu suchen, außer ihr gebt vielleicht irgendwie auch wieder einen Ausblick, macht eine Reflexion oder habt eigene Daten erhoben, dann könnt ihr das natürlich auch ein Stück weit interpretieren. Aber im Kern versucht die eigene Meinung rauszulassen, weil das, ihr seid natürlich der Neutralität verpflichtet und man soll euch nicht anmerken, dass ihr eine bestimmte Tendenz habt. Und genauso lasst ihr so Sachen raus wie hätte, könnte, sollte, müsste, also alles, was so spekulativ ist oder so superlativ, so, das versucht ihr auch definitiv zu vermeiden, denn diese Sachen haben in der wissenschaftlichen Arbeiten, in wissenschaftlichen Arbeiten nichts verloren. Ebenso versucht ihr nicht, eure Arbeit künstlich zu strecken oder mit irgendwelchen Füllwörtern zu ergänzen oder so Sachen zu machen, irgendwie so lange Schachtelsätze, lasst das weg, lasst es da auch wieder einfach, sachlich, übersichtlich, nicht, dass man irgendwie in so einen Schreibstil kommt, wo man so merkt, okay, die Person versucht irgendwie auf ihre 15 Seiten zu kommen durch irgendwie blumiges Ausschmücken und von langen Sätzen oder sagt Sachen in dem einen Satz und sagt dann das Gleiche nochmal in dem nächsten. Also versucht das nicht künstlich in die Länge zu strecken, das wird euch meiner Meinung nach nur schaden. Versucht euch auf das Wesentliche zu konzentrieren, denn ganz am Anfang denkt man immer, okay, gerade bei einer Bachelorarbeit, wie soll ich die Seiten füllen? Aber ihr werdet, wenn ihr eine vernünftige Fragestellung habt, wenn ihr eine vernünftige Struktur habt, wenn ihr Daten habt, wenn ihr Fakten habt, gerade wenn ihr selber eine Erhebung macht, werdet ihr auf jeden Fall dann merken, ihr kommt auf eure Seiten, macht euch darüber keine Sorgen. Und nochmal zu den Quellenangaben und zum Zitieren. Man kann das nicht oft genug sagen. Gebt wirklich alle Quellen an. Und vor allem gebt es so detailliert wie möglich an. Denn der Grundsatz ist, Leute müssen eure Arbeit, eure Quellen, das, was ihr geschrieben habt, müssen das nachvollziehen können. Der Prüfer muss, die Prüferin muss das im Zweifel nachschauen können. Deshalb gebt die Quellen detailliert an, zitiert auch Schritt für Schritt, denn so kommt ihr nicht in die Bredouille am Ende der Arbeit, sich zu überlegen, wo habe ich das denn geschrieben, wo habe ich das denn her, und dann seid ihr nur am Suchen. Ebenso ist es immer hilfreich, wenn ihr euch einen Überblick verschafft über die Primärquellen, aber auch dann immer guckt, okay, was ist die Originalquelle? Denn öfter kann es auch passieren, dass ihr irgendwas zitiert aus einem Buch, wo jemand schon jemand anderen zitiert. Deshalb im Zweifel immer versuchen, die Originalquelle zu bekommen. Weiterhin gilt natürlich auch hier Einheitlichkeit beim Zitieren, entweder in Fußnoten oder im Text, die beiden Varianten, Mischformen. Würde ich auf jeden Fall von abraten, außer ihr sprecht das mit dem Prüfer ab oder ihr könnt natürlich zum Beispiel auch im Text zitieren und in den Fußnoten irgendwelche Erklärungen machen, Anmerkungen machen, vielleicht auch Begriffe definieren. Das ist durchaus möglich. Ja, der Klassiker, kann ich von Wikipedia zitieren? Nein, auf keinen Fall. Wikipedia dient meiner Meinung nach nur dazu, dass ihr euch informiert und schon mal einen groben Überblick verschafft, entweder über das Thema an sich oder natürlich, was für Quellen gibt es überhaupt. Weiterhin solltet ihr euch Gedanken machen, woher kommen eure Quellen, hinterfragt also eure Quellen, wer hat das geschrieben, gerade wenn es eine Quelle ist, die so ein bisschen vielleicht umstritten ist oder wenn es nur eine Quelle aus einer Richtung gibt, dann ist das immer so ein Zeichen dafür, wo ihr nochmal nachguckt, denn Wissenschaft besteht auch darin, dass unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Autorinnen und Autoren zu den ähnlichen Ergebnissen, zu gleichen Ergebnissen kommen, wenn die eine ähnliche Forschung machen. Also hier immer die Frage der Quellen, hinterfragt die Quellen, hinterfragt eure Literatur, guckt, wer hat das, aus welcher Intention, aus welchen Gründen vielleicht auch geschrieben, ist da vielleicht auch eine gewisse Beeinflussung. Zum Beispiel, wenn die Barmer als Krankenkasse jetzt irgendeine Studie rausbringt, dann solltet ihr euch natürlich schon die Frage stellen, welches Interesse hat eine Krankenkasse jetzt genau diese Studie zu diesem Thema rauszubringen. Und natürlich ist es immer sinnvoll, wenn ihr euer Literaturverzeichnis ordnet nach Primärquellen, nach Zeitschriften und natürlich auch nach Internetquellen, alphabetisch etc. pp.
Neben dem Literaturverzeichnis, was ihr geordnet habt, ist es immer hilfreich, wenn ihr gerade bei umfangreichen Arbeiten auf jeden Fall ein Abbildungs- und Abkürzungsverzeichnis habt. Das ist nützlich für die Lesbarkeit, aber auch gerade bei großen Arbeiten, bei einer Bachelor-, bei einer Masterarbeit, die jetzt vielleicht mehr als 60 Seiten hat, für die Nachvollziehbarkeit. Gerade wenn ihr vielleicht auch viele Tabellen, viele Abbildungen verwendet, dann kann man schnell mal vorne ins Inhaltsverzeichnis bzw. ins Abbildungsverzeichnis gucken und sieht, ah, okay, auf Seite XY war diese oder jene Tabelle. Und so macht ihr es dem Leser, dem Prüfer, der Prüferin auf jeden Fall leichter, eure Arbeit zu lesen, und somit habt ihr auch wieder einen kleinen Pluspunkt, was so diese subjektive Bewertung angeht. Ja, bei dem Thema Abgleich, Forschungsfrage und Ergebnisse tauchen auch immer mal wieder Fehler auf, denn Studierende merken dann gerade vielleicht am Ende, okay, meine Arbeit hat gar nicht so richtig das Thema behandelt, ich habe ein bisschen daran vorbeigeforscht, ne? Und deshalb hier die Frage, Beantwortung der Thesen bzw. der Fragestellung. Also, dass ihr immer wieder so im Prozess des Schreibens darauf achtet und immer so ein bisschen abgleicht die Forschungsfrage mit dem Inhalt, mit den Ergebnissen. Hat eure Forschung das erreicht, was sie erreichen sollte? Beziehungsweise ist es da auch immer sinnvoll, eine Reflexion der Arbeit zu machen, gerade auch im Hinblick auf jetzt eine Abschlussarbeit. Also wenn ihr eine Seminararbeit schreibt, dann ist es ja da von Vorteil, wenn ihr diesen Forschungsprozess schon ein bisschen für euch reflektiert, um dann in einer späteren Abschlussarbeit nicht nochmal den gleichen Fehler zu machen. Und zum Ende auch nochmal der Hinweis auf die maximale Transparenz und die Nachvollziehbarkeit. Das sind wissenschaftliche Gütekriterien, an denen euch andere Personen messen. Also andere Personen müssen eure Arbeit maximal, also müssen in der Lage sein, eure Ergebnisse, eure Arbeit, den Forschungsprozess zu überprüfen, damit dieser auch wiederholbar ist. Denn das ist auch ein Kriterium von Wissenschaft, eure Forschung muss wiederholbar sein. Legt also eure Forschung, eure Ergebnisse, euren Forschungsprozess offen, damit das für andere verständlich ist, nachvollziehbar ist und ja, macht euch da auch nicht angreifbar, denn wenn ihr alles transparent macht, wenn ihr alle Quellen angegeben habt, könnt ihr euch auch nichts vorwerfen und seid somit auch wieder auf der sicheren Seite. Ja, leider stelle ich das auch immer wieder fest, Rechtschreibung, Grammatik. Ich habe selber eine meiner Abschlussarbeiten gedruckt, dann bekommen aus der Druckerei, habe einmal durchgeblättert und direkt einen Fehler gefunden. Also seid da wirklich sehr, sehr penibel. Nutzt so Plattformen wie duden.de, da könnt ihr ein bisschen Text reinkopieren und der macht euch schon sehr viele Fehler raus, gerade auch was so Kommasetzung etc. pp. Angeht. Und lasst die Arbeit auf jeden Fall von mindestens zwei Personen Korrektur lesen, gerade wenn es um Abschlussarbeiten geht und vielleicht auch ein Stück weit eure Note davon abhängt, solltet ihr auf jeden Fall hier investieren, um da ein gutes Ergebnis zu erzielen und Fehler in Sachen Rechtschreibung und Grammatik zu vermeiden. Last but not least und zum Schluss natürlich der blinde Fleck und eure eigene Wahrnehmung. Für euch, gerade wenn ihr länger an so einer Arbeit sitzt, erscheint alles logisch und ihr seht nichts mehr. Für euch klingen die Sätze gut, ihr seht irgendwelche Fehler nicht mehr, weil ihr seid zu tief im Thema drinne und für euch ist alles logisch, alles sinnvoll, alles macht irgendwie Sinn, passt zusammen etc. Legt die Arbeit einmal weg und gebt sie auch noch mal einer externen Person, wenn ihr es nicht schon vorher gemacht habt, bei der Korrektur. Und vielleicht druckt ihr die Arbeit auch einmal probeweise aus, wenn ihr wirklich ganz, ganz sicher gehen sollt. Also legt sie eine Woche weg, druckt sie dann mal aus und guckt noch mal so drüber, dass ihr ein bisschen Abstand bekommt vom Thema. Das kann euch helfen, um die Qualität eurer Arbeit zu erhöhen und die Fehler zu vermeiden. Ja, meine Lieben, das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback, Fragen, Anmerkungen gerne per E-Mail oder in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Humanistische Grüße und bis bald.